Also, dass die Spaß haben und die interagieren so, ja, also halt so richtig schön miteinander. Das kriegst du auch gar nicht gebändigt. Wenn die Stunde anfängt, dann muss ich die Musik laut machen, dass die irgendwann mal still sind und langsam wieder zur Ruhe kommen, weil die sich so aufeinander freuen halt, gell? Ich bin die Melanie, bin 34 Jahre alt und bin hauptberuflich Physiotherapeutin und Fitnesstrainerin. Also die Ausbildung Hitzebeat Kids war eigentlich die 4 Tage. Es war zwar ein knackiges Programm, aber dadurch, wenn wir den Grundstamm von normalen Hitzebeat haben, ist es auch sehr, sehr leicht verständlich. Und es ist gut auch an die Kiddies angepasst, also gut konzipiertes Konzept, muss ich sagen, so dass die Kinder sich nicht überfordert fühlen, aber auch immer wieder neu dazulernen. Und ja, dieser motorische Aspekt, den finde ich halt so unwahrscheinlich wichtig und das macht den Kindern auch so viel Spaß. Und die sehen halt auch den Lernerfolg sehr, sehr schnell. Genau. Und es macht halt wirklich auch Spaß, mit den Kiddies zusammenzuarbeiten. Also das Beste an dem Kurs ist, dass man trotzdem immer noch die Übungsabfolge immer wieder verändern kann, sodass es nicht langweilig ist. Also die Grundübungen bleiben gleich, aber dass man die Kinder immer wieder mit ganz anderen Kleinigkeiten halt abholen kann, sodass sie halt gar nicht wissen, die Übung haben wir letzte Woche eigentlich schon mal gehabt. Also ich gebe ja seit Mai, gebe ich den Hitzebeat Kurs Kids und am Anfang waren das immer, ich glaube, 16, 17, die sich da angemeldet haben. Und mir war dann halt auch relativ schnell klar, dass das halt nicht für jedes Kind ist. Das ist ja normal. Das ist ja wie bei uns. Wir machen auch Sport in der Richtung, was uns Spaß macht. Und da müssen die Kinder, gerade in dem Alter, muss ich sagen, die probieren sich ja noch aus. Die gucken, was macht mir Spaß, was nicht. Und dann hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert. Aber ich habe jetzt wirklich meine festen 10 Kids, die jede Woche kommen, die auch immer wieder neue Zehnerkarten holen. Und jetzt ist es mittlerweile auch so, jetzt haben wir November. Und ich kann mit den Kiddies auch schon so ein bisschen was ausprobieren. Also die haben die Grundübung verstanden und jetzt kann man auch mal Stück für Stück mal so ein bisschen in diese Grundübung, wie es in der normalen Hitzebeat-Ausbildung ist, mal Schultertap mit reinmachen, auf 5, 6, 7, 8 oder mal einen Sprung nach hinten mit reinmachen. Und die sind da auch sehr kreativ. Also das habe ich gestern wieder gemerkt. Die haben dann auf 5, 6, 7, 8 statt Klatschen, haben die dann hier diesen gemacht, ja? Also, dass die Spaß haben und die interagieren so, ja, also halt so richtig schön miteinander. Das kriegst du auch gar nicht gebändigt. Wenn die Stunde anfängt, dann muss ich die Musik laut machen, dass die irgendwann mal still sind und langsam wieder zur Ruhe kommen, weil die sich so aufeinander freuen halt, gell?